Was wollt ihr denn als Nachtisch? Ich glaube, ich hätte jetzt mal so ein richtig... Ich hätte jetzt gerne so einen richtig schönen Lost Island Eistee. Getränke sind in der Box. Die müssen auch nichts mehr dafür. Haben Sie noch mehr? Also, das trinke ich halt sehr schnell weg. So ein gemischtes Eis Ehrlichkeit hätte ich ganz gerne vielleicht noch. Oh, das würde ich jetzt auch ganz lecker finden. Ja, mit Schokostreuseln und vielleicht ein bisschen Liebe. Und Klöwürmchen. Damit wir hier mal zum Punkt kommen. Also, die wollen Ehrlichkeit? Ja. Okay, ich hab, haben so eine viereckige Box. Opa, du bleibst da. Jen, pass auf. Halt, stopp. Wir machen das so. Wir machen das fair. Okay? Ein so, Dessert, gemischte Flasche Ehrlichkeit. Ich hoffe, dass, wir fangen von ja, sehr gerne. Da hab ich noch mal ein bisschen Kätzchen an und geben im Uhrzeigersinn bis zu mir. Und jeder wird jetzt mal so eine obligatorische, wichtige, gut schmeckende Wahrheit verkünden. Die sehr, sehr wichtig ist. Nicht wahr? Finde ich gut. Let's go, Kätzchen. Oh, okay. Dürfen das auch Wahrheiten sein, die mich belasten? Natürlich. Natürlich, darum geht's. Belasten, machen Sie hier, haben Sie den Redehammer. Oh, danke schön. Das ist übrigens ein Werkzeug. Ich habe heute. So, Herr Dieter, einmal Ihr Getränk noch? Okay. In einer schwierigen Situation einen Polizisten entführt. Wir haben doch die Redehammer. Bitte nochmal. Heute in einer schwierigen Situation den Polizisten entführt und habe dadurch den Schädel vom Oberkommissar bekommen. So, Achtung, Herr Schlötzen, es wird ziemlich heiß. Ich flambiere Ihnen Ihr Creme Brûlée. Junge! So, guten Hunger. Dankeschön. Der hat einen Redehammer. Okay, wenn wir von Ehrlichkeit reden. Ich habe vor Gericht ganz viel gelogen und habe die Beweise an die Wand geredet, damit wir da rauskommen. Eigentlich haben wir all diese Sachen, die vor Gericht dort gesagt wurden, wirklich getan. Aber der Staatsanwalt war ein leichtes Opfer und deswegen habe ich ihn einfach gegen den Strich rasiert, damit wir da rauskommen. Opa kann Hammer nicht finden. Die Brille ist nicht da. Scheiße. Ja, Hammer ist weg. Machen wir uns einfach einen neuen Hammer. Ist ja nicht so schwierig. Hier ist ein neuer Hammer. Das ist aber ein schöner Hammer. Ich hab den Hammer! Soll ich jetzt meine Hose aufmachen, oder? Was? Herr General, Sie haben sich daran zu halten, der Redehammer. Sie können auch noch mit einsteigen. Sie können sich vor dem Opa setzen und den Redehammer kriegen. Noch Ruhe jetzt! Ihre Möglichkeit. Ruhe hier! Na gut, Also es könnte sein, dass der Bart nicht echt ist. Und B, der Opa ab und zu immer noch ins Bett macht. Also, ich hab keinen Bock auf Männer. Ui. Wo wir gerade bei der Wahrheit sind, kann sein, dass der Opa einen Hammer vielleicht doch hatte. Den Redehammer. Folgendes. Hey. Der Eisenring.
das Weltherrschaftsmädchen nur aus seinem Grund geheiratet. Nicht wegen ihrer Figur. Und nicht wegen deinem Aussehen. Und nicht wegen deinem Flammenwerfer. Nein, ich sage die Wahrheit. Ich hab dich nur geheiratet, weil du so schön machst. Noch eine Runde! Ich hab beim ersten Mal falsch gemacht. Jetzt habe ich ihn in der Hand. Ich habe auf der alten Insel doch einen Helikopter kaputt geflogen. Ich habe ja mal gesagt, das wäre ein Pferd, das abgestürzt ist, aber das war nicht so. Oha, der General jetzt. Ich habe heute 116 Menschen auf einem Flugzeugträger abgeschlachtet. Und habe mir aus dem Dünndarm ein Lasso gemacht, womit ich vorhin mir ein Pferd gefangen habe, was ich dann wieder abgeschlachtet habe. So ein netter Mann. Wisst ihr, eigentlich tue ich immer so, als wenn ich das Familienoberhaupt wäre. Schreimale an. Miem mir immer so den harten Burschen und versuche so ein bisschen einzustehen für andere und zu helfen. Aber eigentlich ist das nur ein Schrei nach Liebe, weil es gibt wenig Aufmerksamkeit. Und naja, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft von dem Becher an Zuneigung. Da kenne ich noch eine. So, jetzt kommt's raus. Eigentlich. Ist der Opa eine Frau? Oma. Vielen Dank für die Follows, Leute. Herzlich willkommen. Ich bin sehr froh, dass Fitzli in der Familie ist. Weil ohne Fitzli würden einige Dinge nicht so laufen. Ich tue mal so, als würde ich Fitzli nicht mögen. Dabei mag ich Fitzli aber irgendwie am meisten von den ganzen komischen Menschen auf der Insel. Ich find's doof, dass der Lossi sich rausgenommen hat und ein Eigenbrötler geworden ist. Und dafür hasse ich den. Ja, ich hasse den dafür. Der hat überhaupt nichts mit der Familie zusammen so richtig gemacht, außer vielleicht mal zwei, drei Sachen und so. Aber sonst hat er überhaupt nichts gemacht. Und das geht mir auf den Sack. Und deswegen mag ich den gerade nicht. Ja. Der Hammer hat meinen Sitz geklaut. Das ist aber eine schlimme Geständnis. Dankeschön, Leute, danke. Ich habe neulich aus Versehen jemanden umgebracht, weil er mit seinem Kopf in meine Kugel geflogen ist. Noch eine Runde? Und danach habe ich behauptet, dass es mit Absicht war, damit ich mich besser fühle. Spielen wir das jetzt eigentlich so lange, bis die Genderwahrheit rausrückt, oder was? Die ist so besoffen, die hatte ich doch schon längst vergessen. Ui. Ich habe das letzte Mal vor 34 Jahren das letzte Mal wirklich
einen anderen Menschen geliebt. Seitdem bin ich sehr einsam. Ich habe gehofft, neue Menschen zu finden auf dieser Insel, und deswegen bin ich hier, aber es hat bis jetzt nicht so gut funktioniert. Eigentlich finde ich Jens Stimme, diese quäkige, affige Kinderstimme, super nervig. Aber über die Zeit habe ich doch feststellen müssen, dass verdammte Scheiße nochmal, dass wie eine kleine Schwester ist, der man immer hinterher rennen muss, damit die auch ordentlich was zu essen kriegt und nicht über den Arsch voll kriegt von den großen Jungs auf der Straße. Mittlerweile gefällt mir das ein bisschen. Aber dieses ganze Rumgetodel mit dem einen und mit dem anderen geht mir richtig auf den Sack, wenn man da zwischen den Stühlen steht. Und da könnte ich immer austicken, könnte ich da. Und eine Sache muss hier noch loswerden. Opa, wenn ich könnte, wäre ich am liebsten jetzt dein Scheißenkel und würde die nächste Woche mit dir in Urlaub fliegen. Auf den Tisch hauen scheint wichtig zu sein. Also, als wir letztens an der tollen Schildzeitungswand standen, Jen, der Anwalt war es nicht. Der Staatsanwalt hat dich nicht angefasst. Der Opa hat gedacht, das wäre seine Hose. Also abgesehen davon, dass ich manchmal unglücklich bin, bin ich sehr glücklich mit meinem Schlotzi. Und ich würde Schlotzi nie verlassen. Abgesehen davon, dass ich Fötzli sehr mag. Und dass der General mich unterstützt. Und dass ich mit dem Opa fast gar nichts gemeinsam habe. Und dass die Katze seine feine Katze ist. Und ich manchmal ein bisschen überreagiere. Und nicht falsch bin. Mag ich mein Weltherrschaftsmädchen wirklich lieben. Und deswegen hoffe ich, dass wir bald zusammen eine Kanasterhöhle bauen. Und wenn wir die Kanasterhöhle bauen, dann werde ich die aber ordentlich ausschmücken. Ich habe nicht mehr so viele schlimme Sachen. Was habe ich denn? Ach so, ich habe heute 40 Leute auf einem großen Bagger umgebracht. Ohne Grund. Ich habe ihn nicht mehr benutzen wollen. Die haben mich nur gestört. Aber ich glaube, das macht jeder an einem Dienstag. Ich habe heute auf der Insel den einzigen Freund verloren, der mir wirklich wichtig war. Und ich war kurz davor, die ganze Insel in die Luft zu sprengen. Das tut mir jetzt wirklich, also in der Seele weh, aber ich möchte sagen, verdammte Scheiße, mir fehlen die scheiß Bärenfallen bei uns vor der Haustür. Aber wir können nicht immer scheiße sein zu all den Leuten. Die denken nachher irgendwann, dass wir ein asoziales Pack sind, was wir eigentlich sind. Aber eigentlich sind wir auch super nett. Aber verdammte Scheiße, ich will wieder Bärenfallen vor der Haustür haben. Ich möchte endlich die ganzen Leute vom Balkon wieder beobachten, die da unten immer reintreten wie die allerletzten Idioten, verdammte Scheiße, und sich die Kürbisse klauen wollen. Das hören Sie jetzt übrigens nicht, Herr General. Also, können wir eigentlich zu Hause wieder endlich verdammte scheiß Bärenfallen hinstellen? Das ist so traurig. Das ist so, ich will nicht mehr durch Eingang. Ich möchte kurz intervenieren. Herr Flötzli. Entschuldigung, wenn ich hier die Runde unterbreche, aber ich habe das immer aus dem Helikopter gesehen und habe mich daran erfreut, ebenfalls an den Bärenfallen.
Oh. Statt zu heben. Jedes Mal musst du oben aufstehen. Meine Herrschaften, was? Da Sie schon so lange hier sind, habe ich noch einen kurzen für Sie. Das geht aufs Haus. Yay! Ich brauche noch mehr Alkohol, bitte, Frau Suki. Ja, es ist alles im Lieferkasten. Bedienen Sie sich. Also eigentlich braucht der Opa ja keinen Pipi-Eimer. Weil der Opa trägt Windeln. Und vielleicht hat der Opa ja an der Bushaltestelle. Wir haben noch Toiletten hier. Ja, aber ich bin ja nicht immer hier. Naja. Und kann sein, dass der Opa vielleicht den Lost Mac Schlotzen und die Jen an der Bushaltestelle gesehen hat. Oh, verstehe. Frau Suki, wollten Sie vielleicht auch was loswerden? Setzen Sie sich so hin. Ich möchte Ihre Gespräche nicht stören. Ich muss noch Schalter setzen jetzt. Sie sind jetzt hier. Ja? Habt ihr Kacke. Okay, okay. Also. Ich bin ein Vorschlag. Guten Abend. Also, ich werde ab heute nie wieder den Flammenwerfer in die Hand nehmen, weil ich hatte einen schrecklichen Traum gehabt, dass die Menschen, die ich liebe, verbrannt sind durch meine Kacke. Deswegen möchte ich nie wieder jemanden verbrennen. Danke, Patrick. Das hört sich auf jeden Fall positiv an. Lüge! Ich glaube, dass ich den Jürgen... Nur wenn Sie den Hammer haben, Kosuki. Nur mit dem Hammer, Kosuki. Mit dem Hammer? Oh, ich kannte die Regel nicht. Entschuldigung. Ja, das ist okay. Das ist kein Problem. Sie können gleich alles vom Start lassen. Also, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit jetzt. Natürlich, wir machen. Alle Sachen, die vor Gericht gegen uns vorgebracht worden sind, sind eine reine Die Wahrheit. Danke für die Follows, Leute. Ich fühle mich dabei großartig. Ich fühle mich dabei großartig. Scheiße, ich brauche noch eine Wahrheit. Wir haben unsere Katzenklappe zu Hause so modifiziert, dass Leute, die versuchen durchzugehen, wenn sie keine Katze sind, sterben, damit wir ihre Schädel bekommen. Meine Geheimnisse sind doof im Vergleich zu euren, aber ich mag sie. Sehr schlecht im Werfen, Entschuldigung. Ich habe die letzten Tage mir ein Hobby gesucht, weil mir gesagt wurde, ich brauche ein Hobby. Und ich habe Klavierspielen geübt. Und ich habe das Klavier, das mir geschenkt wurde, vorhin in die Luft gesprengt. Der Opa macht ja ein neues. Ich habe so das Gefühl, dass Familie Schlotzen ein scheiß Highschool-Musical-Movie wird, weil jeder aus dieser Familie kann singen oder ist musikalisch. Und ich bin immer der einzige Volldepp, der da drin steht und die ganze Zeit nur ein Geräusch machen kann. Und die schönste Musik in meinen Ohren ist das hier. Aber ich werde es leider die nächsten paar Tage nicht verwenden können, da wir einen anderen Weg einschlagen möchten. Also, verdammte Scheiße, hört auf zu singen die ganze Zeit zu Hause, wenn ich im Haus bin, sonst kriege ich einen Brechreiz. Ich möchte auch mitsingen. Ich kenne die Regeln gar nicht. Was machen wir hier eigentlich? Also, wir müssen irgendeine wahre Geschichte über sich erzählen, ein Geheimnis. Ein Geheimnis über mich. Auch wenn es sie belastet. Auch wenn es mich belastet.
kein Wort über den Opa. Ich habe für manche Menüs mehr Scraps genommen als für andere. Okay, das finde ich bis jetzt ehrlich gesagt am schlimmsten von allem, was ich gehört habe. Das ist das ja, alles. Muss ich auch sagen. Das ist ja, um ich habe hier vorhin Fleisch mitgebracht und Menschen also, gestellt und da war Menschenfleisch dabei und die hat es nicht serviert. Ja, also ich habe heute 120 Leute oder 116 Leute umgebracht und das war irgendwie jetzt schlimmer, fand ich. Das fand ich richtig auf dem, schlimm. Auf dem Kran kommen ja auch vor, wie bin ich schockiert. Aber irgendwie, ich habe meine Preise noch nicht richtig drauf. Und ja, wie muss ich also meine Preise auch irgendwie decken? Wissen Sie was? Sie werden, glaube ich, heute gut bezahlt. Aber eins kann ich Ihnen sagen, junge Dame, wenn Sie weiter so eine Spirenzchen hier machen mit uns, dann kommen wir hier nicht mehr erst. Denken Sie, wir sind blöde? Irgendwelche Hippie-Hinterwäldler, die nicht durchsehen? Gucken Sie sich mal den Opa an, der ist alt und senil, der kann doch von der Rente gar nicht das Essen bezahlen. Und dann wollen Sie ihn einfach auch noch abzocken. Die arme Katze, gucken Sie sich die mal an, wie die da drüben sind. Die ist schon fast verhungert, verdammte Scheiße. Und jetzt scheißt die in die Hose, dass sie ihn aufessen. Und der General, der schlottert schon mit den Knien. Okay, das sag ich jetzt nur so. Der schlottert mit den Knien, verdammte Scheiße. Der weiß doch gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und dann hatten sie eben gerade noch so ein Liebesembargo. Eigentlich sollten wir umsonst essen heute Abend. Nach dieser Wahrheit, verdammte Scheiße. Oh, oh, oh. Auf dem Klo. Fräulein, Fräulein Suki, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sauer. Ich bin einfach nur enttäuscht. Muss ich mir noch mal überlegen, ob ich hier einen Tisch für die Familie reserviere. Also wirklich. Aber ich bin auch enttäuscht, obwohl ich nicht enttäuscht sein sollte. Also das geht gar nicht. Unprofessionell. Das enttäuscht vom General habe ich schon mal gehört, aber nicht vom General. Ich glaube, das war die Tochter von meiner ersten Besitzerin, nachdem ich sie gefressen habe. Entschuldigen Sie, Familie Schlätzen, Sie müssen alles noch bezahlen. Entschuldigen Sie. Ich glaube, ich bin im falschen Opa, Film. Wenn du nicht bezahlen willst, solltest du jetzt laufen. Sind die Familienschwestern jetzt abgehauen, ohne zu bezahlen? Die anderen sind abgegangen. Ich glaube, die wollen die Zeche prellen. Nee, ich gehöre nicht zum Schlotz. Einfach ein Pipi-Eimer vom so, Kopf. So, Herr Schlotzen, Sie müssen dann einmal noch Ihre Rechnung bezahlen. Und zwar haben Sie offen. Sie hatten bestellt 2x Kiba, 2x Sex on the Beach, 6 Wodka, 2 Spezi, 1x Gin Tonic, 3x Wasser, 2x Milch, 1x Lost Daniels, 1x Whisky, 1x Fisch, 3x Rippchen mit Bratkartoffeln, 1x Creme Brûlée und ein Bier. Das mache ich dann insgesamt 2000 Scraps. Oh, Entschuldigung, habe ich 2000 gesagt? Ich meine 500, weil sie es sind. Ich habe kurz mein Essen schon bezahlt. 500 Scraps, ja. Oh. Da muss ich aber ganz kurz noch zur Spaßkasse drüben und Geld abholen. Also das habe ich jetzt natürlich gerade nicht dabei. Ich wusste ja nicht, dass wir in so einem... Das ist gar kein Problem. Ja. Ich komme auch gerne mit, das ist gar kein Problem. Ja, okay. Herr Fötzki, haben Sie kurz Zeit? Ich muss mit Ihnen kurz was besprechen bezüglich der Sicherheit dieser Insel. Ganz kurz. Müssen Sie vielleicht auch auf Toilette sich die Nase pudern? Ich bin gleich wieder da. Ich laufe Sie nicht mehr. Die Nase pudern. Ja, also wegen dem Militär. Wir müssen da mal gucken, dass wir die nächsten Tage, Sie kennen sich ja mit Hubschraubern aus. Das Militär braucht auf jeden Fall jemanden, der sich mit Motoren auskennt. Ich werde mal oben rein.
Also, Frau Suki, das gibt's ja gar nicht. Da haben die einfach die Zeche geprellt. Was? Aber der Herr Dieter Schlotzen ist doch noch da, oder nicht? Könnte sein, dass der aus dem WC-Fenster gesprungen ist. Oh nein. Oh nein, 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 oh nein. Das darf doch nicht sein. Hallo? Ist da jemand drin? Komm mal rein! Wow, wow, wow. Das... Mit dem General? Ich hab auch nicht erwartet, dass der General die Tricks gefällt. Ja, der General hat bezahlt. Der General hat alles bezahlt, aber Familien schlätzen. Oh mein, was machen wir denn jetzt, Opa? Was? Frau Suki, ich nehme noch einen. Was machen wir denn jetzt? Ich nehme noch einen doppelten McSchlotzen auf den Deckel vom Recher. Also, ich geb den Familie Schlätzen noch eine Stunde. Er meint, der muss zur Sparkasse oder beziehungsweise seine Nase pudern. Wenn nicht, dann muss ich wohl eine Anzeige aufgeben. Das gibt's ja nicht. Sind fein? Wie viel war das? 500 Scraps. 500. 500? Ich kriege auch noch Scraps. Moment. Aber wie sieht's denn jetzt aus mit dem Doppelten auf die Rechnung vom Recher? Vom Recher? Und was zu essen? Bällchen. Ah, danke. Ich glaube, ich habe Kundschaft. Ich werde sie einmal kurz bewirtschaften. Wiedersehen. Hallo, hallo, ich würde jetzt dein Angebot, was zu essen zu kriegen, nehmen. Ich bin ja eingeladen, hast du ja gesagt. Wir kommen gerade aus einem Kriegsgebiet und da haben wir ein bisschen Hunger und Durst. Ja. Lassen Sie sich da nicht mehr sehen, die ist stinksauer. Na, wer die Preise verfälscht, der muss sich nicht wundern, wenn die Gäste gehen. Nachdem der Fötzli noch aus dem Badezimmerfenster gesprungen ist und abgehauen ist, war's vorbei. Ihre Veranstaltung morgen. Um 20 Uhr. Prima. Der Opa hat auch noch eine Überraschung für euch. Na dann bin ich gespannt. Amerika. Oh, hallo, Herr Blubber. Hallo, Herr Blubber. Herr Brecher, warten Sie mal einen ganz kleinen Moment, wenn Sie kurz Zeit haben nur. Ich habe nicht so viel Zeit, machen Sie schnell. Oh, tut mir leid, ich glaube, ich habe Ihr Pferd, ehrlich gesagt. Ich glaube, Ihr Pferd. Dann verwarnen Sie es bis morgen. Alles gut. Okay. Opa, ich habe übrigens bezahlt. Ja, hier bei Kuh. Ich habe dich aus dem Fenster springen sehen. Bei Q7, da die Ecke. Nein, ich habe bezahlt. Ja, hier gibt es der rote Panda, heißt das. Ist spitze. Also, da kriegen Sie auf jeden Fall einen Deckel zu essen. Dankeschön, da werde ich sicherlich mal vorbeischauen. Essen bin ich immer dabei. Machen Sie es gut, Herr Schlotzen. Ja. Herr Kommissar Gippi, wo finde ich denn den General? Ja. Der ist hier, einfach die Straße weiter. Immer Straße vorher folgen, da kommt der General. Wird da scharf geschossen? Nee, nicht wenn Sie sich benehmen. Okay, ich gucke mal, ob er zu Hause ist. Danke. Tschüsschen. So, Junge, jetzt lässt du noch einen Daumen nach oben da und machst den Opa glücklich. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Klicke mal da rechts. Danke. Bis dahin, euer Opa. I waited at the stop sign.